Hallo Welt, ja, da sind wir wieder hier auf der Suche nach Morgentown. Wir sind schon fast da. In dieser Folge sollten wir dort ankommen und vielleicht schon unser Camp versetzen können. Mal sehen, ob wir da einen guten Platz finden. Ja, schöne Bodenressourcen sollten wir da schon haben. Am allerliebsten wäre mir, glaube ich, Säure. Da können wir Limonade herstellen, wir können Sachen einschmelzen, wir können Munition bauen. Säure ist, glaube ich, ziemlich gut. Oder etwa nicht. Ich glaube doch. Ja, aber hier im Waldgebiet Säure zu finden, wir finden ja nicht mal irgendwas anderes. Holz können wir hier finden. Holz, okay. Ach, hier sind wir. Das abgestürzte Flugzeug. Da sind wir. Ach so, Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Da, wo wir jetzt bauen. Ist ja super. Da gehen wir dem ganzen Ärger hier aus dem Weg. Von hier oben könnte man schön runter snipern. Scharfschützen. Da ist ja noch so viel auf dem Dach, oder? So viel auch nicht. So, Augen offen halten. Denn hier irgendwie könnten wir schon was bauen, finde ich. Ah, jetzt wird es auch noch Nacht, da sieht man doch nichts. Ja, wir müssen nur schöne Ressourcen irgendwie hier noch haben. Irgendwas, was im Boden ist, was man rausholen kann mit so einem Extraktor. Wasser hätten wir hier. Aber keinerlei Bodenschätze. Gibt es denn überhaupt irgendwo in der Nähe eines Flusses oder Sees oder Tümpels oder Teichs? Gibt es da überhaupt irgendwo Bodenschätze? Vielleicht gibt es ja sowas gar nicht. Ach, bestimmt. Ich sag doch, wir haben noch vor vielen, vielen Folgen mal jemanden gesehen. Der hat sogar aus dem Wasser Säure raus extrahiert. Ja, so eine Stelle muss man erstmal finden. Dafür war aber sonst auch nichts in der Nähe. Der hatte zwar seine Säure, aber da war nichts los. So wie hier. Hier ist auch nichts los. Da, wenn es solche Karten gäbe, oder? Mit diesen Vorkommen, was wo vorkommt. Hier hätten wir Pilze zum Beispiel. Ist doch schön, Pilze. Ausgetrocknet. Wenn hier mal ein Fluss gewesen ist, ist er ausgetrocknet. Ob wir erstmal zu Al gehen und gucken, was er drauf hat, so für uns. Das sollte wohl möglich sein. Bringt jetzt aber auch nicht so viele Punkte.
Ja, also Harbors Ferry hat ja ordentlich Punkte gebracht. Yippie! Kronkorken! Und noch mehr Kronkorken! Und ein Mikroskop! Alles gut, du bist so ruhig. Was hast du denn? Wie geht's uns denn an diesem sehr, sehr, sehr bombigen Abend? Oha, der hat sich das gemerkt, dass wir heute Morgen da waren schon. Oder? Ich hab einmal so dass mir das Auge rausgesprungen ist. Ich hab meine Lektion gelernt. Nie mehr Fizzy Sally. Bist du sicher? Wie läuft das Geschäft? Dann rennen die Leute doch bestimmt die Türen ein. Tanzen wir, Schätzchen. Ich versuche auch nicht über ihre Zehen zu fahren. Oh, das ist nett. Riecht es hier unten nach Alkohol oder bilde ich mir das nur ein? Vielleicht bist du das, Al. Oh. Kein nukleares Material. Hey, wir kommen wieder, ja? Lauf nicht weg. Ist aber auch total selten, dass hier mal was im Ständer ist. So ein Heft haben wir doch da mal gefunden. Es war einmal ein Hirn in einem Behälter. Und wenn es nicht gestorben ist, dann trinkt es noch heute. Aha. Bauplan, Teppich. Na, immerhin, ein Bauplan. Überhaupt. Wir hatten kaum Zeit zum Reden. Tja, ich wünschte, ich könnte ihm sagen, wie Al, ja, dann müssen wir wohl morgen noch mal gucken nach Al. Haben wir doch schon. So, dann gucken wir doch nochmal auf unsere Karte. Vielleicht gehen wir hier oben drauf. Da sind wir einigermaßen ungestört. So, und wo könnte denn hier was sein jetzt? Hier wäre eigentlich ein ganz guter Platz. Direkt an so einer Kreuzung. Ist so die 64, Hauptverkehrsstraße. Graham kommt bestimmt vorbei. Und was ist hier? Da müssen wir durch Halb Morgentown, um zu Al zu kommen. Wäre jetzt auch nicht so tragisch.
Ja, auf dieser Stelle wäre gut. Also wenn wir hier irgendwie was finden würden, wenn da ein Tümpel oder See oder sowas wäre. Also Wasser ist, wenigstens muss Wasser in der Nähe sein. Na, sonst bauen wir erstmal hier auf der Straße. Wir können ja mal gucken. Vielleicht finden wir hier einen Tümpel oder so. Das heißt genau da drüben. Ist ja nicht alles eingezeichnet auf der Karte. Okay, Nachbarn gibt es hier. Kein Tümpel oder sowas, ne? Auch nichts zum Extrahieren hier. Gehen wir weiter in diese Richtung. Ja, die 61A entlang. Können wir ja mal gucken. Ah, man kann es ja wirklich so haben, dass man irgendwo baut und dann genau 2 Meter daneben, da ist dann doch irgendwas. Komische Ruinen hier. Naja, ein Brunnen. Was ist denn das? Ein Überbleibsel aus Skyrim. Ja, das wäre natürlich viel zu weit weg hier vom Wasser.
Oh nein. Ja, wenn wir was Gutes finden wollen, dann müssten wir wahrscheinlich schon hier am Fluss entlang gehen und da dann gucken. Achtung an alle Responder. Dies ist eine Nachricht der höchsten Prioritätsstufe. Auf dem Radar haben wir einen Frachtbot im Anflug entdeckt. Wir müssen die Landezone sichern, damit er seine Vorräte abwerfen kann. Wir brauchen die Vorräte. Aber der Frachtbot wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bereit machen zum Kampf! Oh oh. Was haben wir nur getan? Wir wollten doch nur gucken hier am Fluss. Hey, hier gibt's Schnappried. Das wäre doch auch was. Naja, ein Teil Schnappried. Sieht nicht unbedingt feindlich aus, das Ding, oder? Bitte treten Sie zurück. In diesem Bereich wird nun geschossen. Nö, ich glaube, das ist friedlich. Ist aber kein Fluss oder so.
Und in der Dunkelheit haben wir noch weniger Chancen, irgendwas Sinnvolles hier zu finden. Dann sind wir gleich wieder an George Schrottplatz hier, fürchte ich. Also, hier unten haben wir Müll. Da könnten wir einen Müllextraktor draufstellen. Da bekommen wir lose Schrauben und sowas raus. Ja, aber kein Wasser hier in der Nähe dafür. Gehen wir wieder zurück. Muss ja auch nicht unbedingt irgendwas sein, dass man da so aus dem Boden ausbeuten kann. Schön ist es aber doch, wenn man da so 10, 20 Teile immer rausholt. So, das mit dem Holz war doch ganz gut. Holz. Ja, und hier gibt es dieses Schnappried. Da kann man auch Zucker draus machen. Ja, aber sehr wenig gibt es davon hier. Da wächst ein bisschen was. Ich glaube, wir brauchen schon 3 davon, um einen Zucker daraus zu machen. Dann brauchen wir 3 Zucker für eine Limonade. Und dann brauchen wir eine Limonade und einen Wodka, um harte Limonade zu machen. Und dann kann harte Limonade noch nicht mal sowas wie Charisma erhöhen. Wie kann man denn am besten irgendwelche Bodenschätze finden? Eine Karte wäre echt gut. Ja, wenn wir hier auf der rechten Straßenseite bauen würden, das wäre alles zu weit weg vom Wasser hier. Da kommen wir doch nicht mehr ins Wasser rein, wenn wir da bauen. Ich denke, wir machen noch eine Folge heute in dieser Aufnahmesitzung und dann gucken wir in der nächsten Folge nochmal. Diese Folge ist vorbei, will ich damit sagen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.